Wir haben den 2. September 2022 den Phoenix erstanden. Und er steht heute ganz stabil und man sieht den Wind, wenn er hinter die Federn so rauf tut. Ich weiss nicht, ob ihr das seht. Ich sehe es zumindest. Mal schauen, ob er zum Flug ansetzt. Und heute konnte ich den Phoenix relativ lang aufnehmen. Ich glaube, ich habe jetzt genug Ferien gemacht. Ein paar Tage bin ich einfach ein bisschen rausgegangen, gelaufen und gesündelt. Jetzt werde ich wieder ein bisschen mehr mich mit Literatur befassen. Ich denke, jetzt ist wieder so eine Phase, wo ich brauche auch ein bisschen Erholung. Ich kann nicht immer Wirtschaft und irgendwelche. Super, zwar super spannende Themen, aber ich muss zur Erholung auch etwas anderes machen. Und jetzt bin ich gerade Stefan Zweig am Hören. Eine kurze Geschichte von ihm. Und dann nehme ich wieder etwas anderes und dann gibt es wieder etwas von ihm. Und ich hatte schon Phasen, dass ich zum Beispiel nur vom gleichen Autor Bücher gelesen habe, bevor ich zu einem anderen gegangen bin. Zum Teil ist das gut, aber zum Teil ist es auch schön, einfach eine Geschichte zu lesen und auch zu akzeptieren, dass auch wenn beim Geschichten erzählen, wenn viel vom Autor eigentlich in Erfahrung gebracht werden kann, ich finde es trotzdem noch gut, wenn man auch ein bisschen, wenn man wirklich sich nur auf die Geschichte lässt, ohne parallel dazu noch den Autor zu analysieren. Hier oben, das sind Schwalben. Ganz weit oben. Jetzt ist gerade 19.13 Uhr, wir sind der 2.9.2022.